Hallo, willkommen zurück in Wizard 101. Wir haben gerade erfahren, dass Morgante und der dunkle Diener dafür verantwortlich sind, dass die Zombies in Azteca hier, oder dass die Toten wieder auferstehen. Tja, gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Du hattest eine Vision? Die Schattenkönige, natürlich. Inmitten der hungrigen Toten. Doch sie konnte sie nicht allein erwecken. Dieser dunkle Diener, den sie in der Pyramide der schwarzen Sonne von den Toten zurückgeholt hat, gewährt ihr Zugang zu mächtiger Todesmagie. Die hungrigen Toten werden nicht zur Ruhe kommen, solange du die Schattenkönigin und ihren dunklen Diener nicht bezwungen hast. Pakal hat einen Vorschlag, was du als nächstes tun solltest. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, wer den König verraten haben könnte. Schauen wir doch mal. Ich denke, wir können Tussi Zweigesicht und Itzko Nachtschwarz ausschließen. Wer also bleibt übrig? Genau. Wenn der Sturmkaiman recht hat, ist Jakate Weitläufer unser Verräter. Stelle ihn zur Rede. Gehe zu Jakates Haus und finde heraus, was er vorhat. Es ist gleich hier am Sokalo. Und du hast eine neue Quest, Kumpel. Zwei sogar. Du hast meinem Volk sehr geholfen. Doch da ist noch etwas, das getan werden muss. Und du bist unsere einzige Hoffnung. Ein machtvolles Amulett. Das Zeichen von Chankai ist noch immer unten in der Zenote. Es muss zerstört werden, bevor es die hungrigen Toten finden. Es wurde unter einem Haufen Erde versteckt. Finde es und bringe es zu mir. Sage nie... Außenseiter, du bist zurück, wie ich sehe. Diese abscheulichen Mondschädel-Zombies und Donnerhorn-Zombies richten... Ich wäre dir mehr als dankbar, wenn du dorthin gehen und ihnen eine Lektion erteilen könntest. Ja. Also, liebe Leute, was haben wir? Wieder mal die Zenote, ne, ist klar. So, Jokrates Haus. Darin muss ich doch bestimmt einen Kampf bestreiten, oder? Niemand reagiert auf dein Klopfen. Doch du vernimmst ein unheimliches Kratzen. Ja, Leute, ich weiß schon, darin muss ich kämpfen. Und zwar gegen einen Gegner. Shit, ich habe schon wieder vergessen, die Aufnahmetaste zu starten. Zu drücken. Aber ist egal, ich gucke einfach so auf die Uhr. Denn, wie gesagt, ich muss pünktlich Feierabend machen hier. Wir gehen in die Zenote, sammeln ein paar Dreckhaufen ein. Ich glaube, das kriegen wir eher hin mit der Zeit, von der Zeit her. Und besiegen ein paar Straßengegner und kämpfen dann in einer der nächsten Folgen gegen denjenigen, der dann im Haus wartet. Tja. So, lass mal gerade das hier anpassen. Das braucht man nicht. Ein Drachen, ein Meteoriteneinschlag. Dann nehmen wir mal jetzt hier wieder zwei Meteoriteneinschläge. Bin nämlich gerade gar nicht so sicher. Wie viel ich hier brauche. War das die richtige? Ja. So, komm. Ach, ja. Visardio, hat mir jemand gesagt. Jemand, der das Spiel nicht wirklich kennt. Und er hat dann das irgendwie so gelesen und nicht gesehen, dass es Wizard 101 oder 101 oder 101 heißt. Er hat das dann so gelesen. Visardio. Ja, du spielst ja Visardio. Ganz süß, oder? Ach, wie süß. Was? Du betäubst mich? Bist du bekloppt oder was? Ja. Nicht so nett. Straßengegner bekämpfen. Oh, wie abwechslungsreich. Hier in der Zenote. Möchte endlich mal woanders hin. SK Star schreibt mir, ich finde, dass du viel mehr Abonnenten verdient hättest.
Die Qualität und das Commentary passen nämlich. Gib nicht auf, ich hoffe, dass du irgendwann mal von YouTube leben kannst. Das hast du nämlich verdient. Super Folge, kann mir aus Zeitgründen zwar nicht alle anschauen, aber freue mich, wenn ich mal Zeit gefunden habe. Ja, das ist doch nett, vielen Dank. Würde mich natürlich auch freuen, mal davon leben zu können. Aber ganz ehrlich, Leute, die Hoffnung habe ich aufgegeben. Am besten ist es wirklich einfach nicht mehr damit zu rechnen. Dann kann man sich noch viel eher freuen, wenn es mal passiert. Aber wenn man die ganze Zeit so verbissen denkt, ich muss damit was verdienen. Es muss einfach klappen. Nee, das ist ja frustrierend. Ne? Also keine Sorge, ich habe jetzt das nicht da und im Hinterkopf und denke, ich muss hier muss viel mehr Views und viel mehr Abos haben. Das würde mich natürlich sehr freuen, ist klar. Aber ich halte auch mal den Ball flach. Ne? Ich mache das hier einfach weiter, weil es mir Spaß macht. Jam. Ja. Ist er müde, der Kleine? Ja, ist er müde? Ja, er ist. So, können wir jetzt... Ich schwuchte ja gerne. SK Starte das geschrieben. Vielen Dank. Flakron Demai oder Demage Demai mit J am Ende. Flakron Demai. Kannst du mal GTA 5 Let's Playen? Tja, das ist eine gute Frage. GTA 5. Ich habe es ja selber schon gespielt auf der PS3. Also den Story-Modus. Let's Play würde ich nicht machen von dem Story-Modus, weil ich es einfach schon mal gespielt habe. Und denke, ja, komm, nicht nochmal. Ist zwar interessant, aber ne, ich spiele solche Sachen lieber, oder Let's Play solche Sachen lieber gern blind. Aber den Multiplayer-Modus, der ist natürlich sehr, sehr lustig. Der ist wirklich lustig. Tja, vielleicht könnte ich sowas irgendwann mal spielen. Aber irgendwie hat auch jeder zweite Kanal neben Minecraft GTA 5 als Let's Play laufen. So. Fort mit dir aus dieser Welt. So, jetzt muss ich erstmal Dreckhaufen benutzen. Ich benutze jetzt den Dreckhaufen, um reinzukacken. Fällt dann auch keinem auf. Huch, bin ich in Kampf geraten. Na gut, ich muss euch eh besiegen. Aber da habe ich nicht aufgepasst. Mensch! Das ist ja kolossal. Oh Kevin, du bist echt ein schlagfertiges Jüngelchen. Silja Schott, pass auf, schreibt, Alter, die kann einfach nicht ihre Fresse halten. Hab schon gedacht, als ich das gelesen habe, dachte ich, hä? Wer die kann nicht ihre Fresse halten? Und erstens bin ich ein Junge, zweitens, wo spiele ich denn irgendwas mit einer Frau? Und dann denke ich, ah ja klar, das ist wieder ein Barbie-Kommentar, ganz genau. So ist es auch, ne? Da krieg ich wirklich immer die besten oder die abgedrehtesten Kommentare auch bei den Barbie-Videos. Das ist schon echt lustig. Hier, Gamer Stegi schreibt, danke, dass wir jetzt auf Facebook befreundet sind und ich bin Tobias Stegmeier, aber auf YouTube Gamer Stegi. Ja. Jenis 2005, wo sagt 101? Jenis 2005, ist das dein Geburtsdatum? Geburtsjahr 2005, dann bist du ja gerade mal 11. 10 oder 11. Auf welchem Programm nimmst du auf? Also mit welchem Programm ich aufnehme? Das ist Fraps. Die Leute nehmen mit OBS auf, mit Open Broadcaster. Mit DX Story ist auch sehr beliebt. Aber ich nehme jetzt seit 5 Jahren mit Fraps auf. Und ich habe damit keine Probleme. Ich komme damit sehr gut zurecht. Und denke, ja, cool, Fraps. Ich mag Fraps. Hier liegt tatsächlich ein Amulett vergraben.
So, dann haben wir die Quest schon mal. Die hungrigen Toten es nicht entdeckt haben. Komm, dann machen wir noch ein Kämpfchen. Dann muss ich aber die Folge auch schon wieder aufhören. Oder... Ja, es wird alles wieder knapp. So. Ja, diesmal gibt es kurze Folgen. Ist aber wirklich bei mir nur so, wenn ich Frühdienst habe. Wenn ich Spätdienst habe oder frei, dann kann ich ruhig mal ein bisschen überziehen. Dann können die Folgen auch was länger werden. Wenn ich Frühdienst habe, dann müssen sie eher... Können sie sogar eher noch kürzer werden als 15 Minuten, aber gut. Ist so. Ruby ABC schreibt, kann ich mitkommen, wenn du den oberen Zickzack machst? Nee, ich möchte den erstmal alleine versuchen. Ich möchte mich im Moment auch nicht mehr verabreden. So vor der 1000. Folge kriege ich das nicht mehr hin. Ich werde jetzt alles alleine machen bis dahin. Oh, jetzt muss ich doch tatsächlich mal einfach passen. Losi schrieb zur 13. Folge von Black Mesa, die da hieß, oh, ein Tötungsdelikt. Super Folge, war wieder sehr, sehr... Das Bäuerchen gehört. Sehr lustig, die Folge. Daumen hoch und ich freue mich auf mehr. Black Mesa ist schon ziemlich cool. Ja, ist es auch. Also alle, die sich Ego-Shooter und auch ein bisschen blutige Sachen angucken dürfen, guckt euch mal Black Mesa an. Ist cool. Auf jeden Fall. Leute, und ich habe ja dieses Video gemacht, hier mit dem Aufruf zum Let's Watch. Ich habe das Video wirklich gemacht, damit es auch jeder versteht. Also wirklich, also wer sich das Video etwas aufmerksam angeguckt, das sind 2 Minuten, wo man sich konzentrieren muss, ja. 2 Minütchen. Ich habe es so peppig gestaltet, dass es auch nicht so ganz einschläfernd ist. Ich hätte es auch nur so erzählen können, aber naja. Ja, also das, ihr habt die Leute auf allen Ebenen angesprochen, dass man es auch kapiert, wie es funktioniert. Und trotzdem machen es viele nicht richtig. Die schreiben dann mir einen Link zu ihrem Kanal. Kannst du dir ein Video von mir angucken? Ich habe gesagt im Video, bitte einen Link zum Video. Oder jetzt hier jemand hat geschrieben, kannst du meinen Kanal oder kannst du mich ein Video von mir let's watchen? Kein Link zum Kanal, kein Link zu einem Video. Also da reagiere ich dann auch gar nicht drauf. Da denke ich dann echt, Leute, das ist doch ein Witz, oder? Ich komme mir dann ein bisschen veräppelt vor. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, manche Leute sind auch einfach zu faul. Die sehen das. Oh, krass. Und dann, ja. Ballern die einfach mal hier ihren Video-Guckwunsch raus oder sonst was. Und da habe ich dann, wenn die Leute sich keine Mühe geben, dann mache ich mir natürlich auch nicht die Mühe, Let's Watch zu machen. Ja. Facecam anschmeißen, Bildschirmaufnahmeprogramm anschmeißen, Video gucken, was kommentieren, konstruktive Kritik mir aus den Fingern saugen, die Sachen zusammenschneiden, rendern, hochladen, Thumbnail erstellen, Videobeschreibung, Verlinkungen setzen und denjenigen anschreiben, dass ich sein Video rausgehauen habe. Diese Arbeit mache ich mir nicht, wenn sich jemand nicht mal die Arbeit macht, mir, oder, ach, es ist noch nicht mal Arbeit, noch nicht mal die Mühe gibt, mir einen Link zu einem Video zu setzen. Also, ich verstehe diese Mentalität auf YouTube nicht. Das ist aber auch bei ganz vielen anderen Sachen so. Komisch, oder? Weiß nicht. Naja. Ist auch jetzt wurscht. Ich habe über 45 Videos in der Warteschlange, die darauf warten, Let's Watch zu werden. Also ich habe jetzt echt erstmal mehr als genug. Übrigens, Angel Eisbrise, ich habe dein Video angeguckt und auch schon Let's Watched. Du hast schon mehrmals nachgefragt. Und dann ist mein Computer so ein bisschen abgekackt und das Let's Watch ist zerstört worden. Ich muss es also nochmal Let's Watchen, obwohl ich es schon mal gesehen habe. Ist ein bisschen blöd. Kommt aber demnächst. So, liebe Leute, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst und tschüss.